Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in Ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute sind wir bei einem Sternekoch, Holger Stromberg. Herzlich willkommen, Herr Stromberg. Ja, vielen Dank. Herr Stromberg, wir wollen uns mal bei Ihnen umschauen, mal hören, was so die neuesten Food-Trends sind, was man also in nächster Zeit besonders so in der Gastronomie erwarten kann. Zunächst aber natürlich mal interessant, wie wird jemand wie Sie ein Sternekoch? Was war der Impuls? Der Impuls bei mir war, ich bin wie Obelix ins Fass gefallen. Also ich bin Spross einer Gastronomie-Dynastie, würde ich fast sagen, in der vierten Generation. Und für mich gab es nie was Schöneres, als in der Küche zu sein. Wenn andere Kinder mit Autos oder mit Fußbällen gespielt haben, habe ich mit Fleischwölfen und Aufschnittmaschinen hantiert. Und daher war das für mich klar. Es war nicht klar, dass ich Sternekoch werde, aber das war natürlich irgendwo so ein Weg, den man dann kennt. Das ist wie Champions League, da will jeder mal spielen. Und so bin ich dann eben sehr früh und sehr jung in eine Rolle geraten als Küchenchef, wo ich mit 23 Jahren eben meinen Stern bekommen habe. Aber gerade wenn Sie aus so einer Dynastie kommen und ich glaube, das ist über 100 Jahre, ist Ihre Familie in der Gastronomie tätig, dann wissen Sie ja auch, was so die Downsides sind, was das Geschäft schwierig macht, diese Nachtarbeit, dieses an Feiertagen arbeiten und, oder so. Warum hat Sie das nicht abgeschreckt? Weil ich Gastronomie als Milieu empfinde, nicht als Arbeit. Also das ist einmal Passion, wenn man ein Ziel hat, wenn man einen Herzenswunsch hat, dann ist einem ja, dann sind die negativen Aspekte eigentlich nicht so wirklich gewichtig. Und für mich war es immer dieses Milieu. Es gibt natürlich auch das Rotlichtmilieu, das ist das berühmteste. Da arbeiten auch nicht alle unter Zwang. Und wenn man Gastronomie in seinem Blut hat, in seinem Blutkreislauf, dann akzeptiert man das. Dann akzeptiert man die Nächte, die man da verbringt, die Wochenenden. Man hat ja andere Tage. Ich nehme nur mal die Skipiste. In der Regel haben Restaurants montags alle Ruhetag. Montags ist wunderbar, am Sonntag wird es eng auf der Skipiste. Also es hat auch Vorteile, aber man verändert natürlich seinen gesamten Freundeskreis, Bekanntenkreis. Das ist natürlich schon etwas, wo man die Passion mehr lieben muss als alles andere. Sie werden es ja wahrscheinlich auch spüren. Also es gibt 40.000 offene Stellen in der Gastronomie. Hier in Bayern ist es auch besonders extrem. Wie versuchen Sie also Ihren Job, sage ich jetzt mal, für die Jugend attraktiv zu machen? Also dass die auch wirklich dann bei der Stange bleiben oder überhaupt mal sich für Gastronomie interessieren? Klar muss man für Attraktivität sorgen, aber da können wir nie das leisten, was andere Konzerne leisten können. Das geht sich einfach nicht aus. Alleine schon betriebswirtschaftlich geht sich das nicht aus, den Mitarbeitern so viele Annehmlichkeiten zu verschaffen. Was bleibt uns übrig? Ich hatte vor Jahren schon, das ist schon über 20 Jahre her, hatte ich einmal in Nordrhein-Westfalen und einmal in Bayern hohen Herrschaften gesagt, wir brauchen eine Kochakademie in Deutschland. Wir müssen dieses Fach studieren können. Das hat nämlich nicht mehr nur mit Kochen zu tun, das ist nicht mehr nur ein Handwerk, sondern man braucht betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Es hat was mit Hygiene, Verantwortung, Ernährung und Design. Es hat was mit Marketing zu tun. Man sehe heute die ganzen Fernsehköche und die Vermarktung und so weiter. Das hat man aber leider nicht so für ernst genommen und heute haben wir natürlich diese Problematik, dass diese Fachkräfte fehlen und die werden auch nicht wiederkommen. Da sind wir uns relativ sicher. Wir können also nur die Systeme verändern. Daher entwickelt sich gerade in Deutschland eine Systemgastronomiewelt, die natürlich an Niveau absolut gewonnen hat. Aber schlussendlich ist es natürlich nicht eigentlich unser Ziel, sollte es sein, dass wir nur noch Systemgastronomien führen, sondern dass wir natürlich für Nachwuchs sorgen. Ich für meinen Teil oder wir in unserem Unternehmen, wir haben sehr flache Hierarchien. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen sehr früh sehr viel Verantwortung. Ich lege explizit darauf Wert, dass der Charakter eines Menschen nicht verändert wird oder gestört wird, sondern ich will das Gute aus den Menschen, die für uns arbeiten, rausholen aus den Mitarbeitern und das andere natürlich ein Stück weit verbessern. Ist aber schon verwunderlich, gell? Also jeder, der als Friseur arbeiten will, der muss eine abgeschlossene Ausbildung haben, aber wer für uns kocht, das kann eigentlich jeder theoretisch machen, ne? Ja, das ist natürlich, das ist diese ganze
ganze Misere. Wir sind halt, ich sag jetzt mal, die Bauern, wenn denen was nicht passt, dann streikt man oder dann macht man es laut. Wir haben keine wirklich kräftige Vereinigung. Und da fehlt es mir auch an Verbandsstärke und natürlich aber auch Stärke untereinander. Wir sind mittlerweile so, dass die Gastronomen nicht mal mehr Zeit haben, sich überhaupt damit mit diesen Problematiken zu befassen und das auch deutlich der Politik zu sagen oder irgendwelchen Stellen, die was ändern können, sondern jeder versucht, den Tag zu überleben und das Jahr zu überleben. Jetzt sehen natürlich viele junge Leute jemanden wie Sie, der im Fernsehen auftritt, der da tolle Kochshows macht. Ein Jamie Oliver, der also da ganz cool mit seinem T-Shirts ganz neue Wege aufgezeigt hat, wie man in der Küche zum Star werden kann. Wird da nicht dieses Bild so ein bisschen, was die Realität eigentlich widerspiegelt, verzerrt? Ja, definitiv. Also ich habe gerade einen jungen Mann, der ist aus der Ausbildung gegangen bei uns, hat auch einen sehr guten Abschluss gemacht. Der kam damals zu mir und sagte, als ich fragte, was willst du denn mal werden, hat er gleich gesagt, Starkoch. Ja. Da habe ich gesagt, na bravo. Ja, also er ist wirklich sehr, sehr gut geworden, aber das ist natürlich das Fehlding. Ich habe ihm dann auch lange erklärt, dass man dafür erstmal 10 Jahre wirklich im Schützengraben liegen muss und wirklich viele Dinge ertragen muss, die vermutlich sehr weit weg sind von seinen Vorstellungen. Das geht schon, wenn jemand den festen Willen hat. Aber es verfälscht natürlich das Bild. Es ist ein ganz, ganz knochenharter Job. Aber nichtsdestotrotz ist auch auf der anderen Seite wahnsinnig schön. Nur die Annehmlichkeiten, wie gesagt, die andere Unternehmen stellen können, die machen es natürlich einfach. Die lassen selbst den passioniertesten, leidenschaftlichsten Menschen, der Koch werden will oder auch Service, was ja ganz wichtig ist und was noch mehr fehlt, den lassen die Argumente ersticken. Ja, da wird einfach das Umfeld, ob es die Frau ist, die Eltern, die Freunde, die werden dem alle sagen, warum machst du das? Ja, das ist doch verrückt. Geh zu BMW oder sonst wohin. Ja, da sind die Voraussetzungen doch deutlich besser. Also hier in München weiß jeder, ist das so die... Ja, die Star-Fabrik, so mehr oder weniger auch das Tandris ist, also wo Witzigmann mal angefangen hat und Schubeck ist da und der Haas ist jetzt da und da gibt es ein paar Köche, die also da wirklich ihre Karriere gestartet haben. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe in den elterlichen Betrieben, es waren drei damals, habe ich natürlich immer in der Küche gestanden und bin aber dann auf Empfehlung von damals einem oder mehreren schwäbischen Küchenchefs und Zuschefs meines Vaters in ein kleines Dorf namens Oberbeuingen gekommen, tief im Schwabenländle, und habe dort die Basis gelernt, also wirklich Metzgerei war mit angebunden, Catering war mit angebunden, ganz normale Landhausgastronomie. Aber der Küchenchef oder der Juniorchef war bei Trocroix, also 3-Sterne-Restaurant in Frankreich, hatte er eine hohe Position inne. Er war bei Marchesi in Mailand, 2-Sterne-Restaurant, war da auch sowas wie Küchenchef. Hatte also diese Erfahrung gepaart mit diesem sparsamen schwäbischen, wo man dann auch natürlich lernt, eben nichts wegzuwerfen, sondern aus allem etwas zu machen. Und das war die perfekte Basis. Und von dort aus bin ich dann schon zu den ersten Sterne-Restaurant gekommen, in den Schwarzen Adler Oberbergen. Damals 2 Sterne mit Weingut, war auch ganz wichtig zu erkennen, dass man eben zu einem Sternrestaurant immer ein zweites Standbein braucht, was die Rechnungen des Restaurants bezahlt. Genau, das wollte ich auch kurz nochmal mit Ihnen besprechen. Also es heißt ja eigentlich, dass über das Essen ein Sternrestaurant gar nicht existieren kann. Da sind immer im Hintergrund eben wahrscheinlich auch die Weinpreise, aber dann angeschlossen ein Restaurant, ein Hotel oder irgendwelche anderen Sponsoren. Würden Sie auch sagen, dass also so ein richtiges 1-2-Sterne-Restaurant gar nicht von dem Verzehr der Lebensmittel überhaupt existieren kann? Es gibt einige wenige, die das können. Die haben es ganz geschickt gemacht. Die haben aber in der Regel entweder ein ganz kleines Restaurant oder ein relativ großes mit Bankettbereich, weil über den Bankettbereich kann man schon einiges dann auch erzielen, auch an Profit erzielen. Aber mit so einem mittelgroßen geht es in der Regel nicht.
Das hat verschiedenste Faktoren. Alle Faktoren, die da reinspielen, sind wahnsinnig kostenintensiv. Personal über 50%, Wareneinsatz weit über 35 bis zu 80-90% Wareneinsatz, was ja wahnsinnig ist, wenn man dann auf den zweiten, dritten Stern geht zum Teil. Und das funktioniert natürlich nicht. Da kommt eine große rote Zahl unten raus und viele Industrielle zum Beispiel leisten sich so ein Restaurant, weil sie sagen, ich muss ja meine Gäste auch irgendwo bewirten. Oder es wird vom Hotel subventioniert, weil es ein Marketingaspekt ist. Und wenn man sich dem allen bewusst wird, dann wird man sehen, dass es eben nur einige, ganz wenige gibt, die sich selber finanzieren. Zum Beispiel Heinz Winkler ist einer, den ich dafür hoch Achtung zolle, wie man auf so hohem Niveau das auch selber betreiben kann. Also das hatte ich auch damals, als er das Engagement in Aschau angenommen hat, wirklich nicht gedacht. Da habe ich gesagt, jetzt kommt man aus dem Tandris, da gibt es einen Herrn Eichbauer, der wird sich schon drum kümmern. Und jetzt macht man ein eigenes Lokal, aber das ist schon gigantisch. Und dann kommt der große Horror, dass man einen Stern verliert, was ihm ja da in Aschau passiert ist. Nicht? Also wie würden Sie sagen, stark beeinflusst ein Stern den Umsatz eines Restaurants? Das ist stark. Also man kann sagen, ein Stern, also in einer normalen Größe, Restaurant von vielleicht 60, 70, 80 Plätzen, würde ich schon sagen 250.000 Euro mindestens. Ja. Das ist natürlich ein Magnet. Es gibt Sterne, Verfolger, die reisen um die ganze Welt und wollen einfach diese Sterne-Restaurants, die Handschriften kennenlernen. Und alleine durch diesen Sterne-Tourismus, der da entsteht, das ist natürlich nicht immer der beliebteste Gast, weil er hat da natürlich auch immer schon vorgefertigte Meinungen, ist auch ein Stück weit immer Kritiker. Aber das spült natürlich Geld in die Kasse. Spüren Sie es, wenn so ein Michelin-Mensch in Ihrem Restaurant sitzt und sich anguckt, wie das hier gehandelt wird und dann eben die Gefahr laufen, dass Sie einen Stern verlieren, aber Sie können natürlich auch einen Stern dazu gewinnen. Also früher habe ich es gespürt, heute sind wir ja nicht mehr in dieser Liga unterwegs, weil ich einen anderen Weg gewählt habe, aber früher habe ich das gespürt. Also ich habe es gespürt anhand der Bestellung, weil die Bestellung, zumindest bei Michelin, war immer sehr einfache Gerichte und dazu dann nochmal, es waren in der Regel immer zwei Personen, auch mal einzeln, aber auch zwei Personen oder einzeln und man hatte immer das Gefühl, das ist einer. Also ich habe manchmal einen Bon in die Küche gekriegt und da habe ich meinen Restaurantleiter gesagt, das ist einer. Ja, und dann wurde der ganz nervös, ich habe gesagt, wir machen es so wie immer, hilft ja nichts. Aber dann habe ich miteinander gefragt, ja warum, woran kennst du das? Das weiß ich. Ich sage, geh raus, schau dir den mal nochmal genauer an. Und dann kam er meistens noch und sagte, ja, das könnte wirklich einer sein. Ja. Also, aber das ist natürlich ein Stück weit Lotterie. Man muss schon seine Leistung bringen und dann. Inwieweit orientieren Sie sich an neuen Trends? Also es ist ja in der Gastronomie auch immer wieder auffällig, dass da neue Sachen entwickelt werden. Und inwieweit greifen Sie sowas auf? Geht sowas überhaupt immer, dass man sich nach den neuesten Trends richtet? Oder muss man auch manchmal sagen, das lasse ich jetzt mal an mir vorbeiziehen und ich bleibe bei dem, was ich also jetzt hier die letzten Jahre gemacht habe? Also das entscheidet natürlich jeder für sich. Ich habe zum Beispiel die Molekularküche ausgelassen. Ich fand, das ist eine tolle Errungenschaft. Das hat noch mal viel bewegt in der ganzen Szene, aber für mich war es nichts. Also es war nicht, es sprach überhaupt nicht meiner Kochphilosophie, auch nicht meinem Geschmack. Das war, ein Chemiekurs. Für mich war das abgehakt. Ich habe gesagt, sicher wird es da irgendwann irgendwelche Einflüsse über die Köche hineingeschwappt, auch in meine Küche, aber das haben wir außen vor gelassen. Es gibt natürlich immer Trends. Ich glaube, man kann sich auch nicht einfach immer hinterher nudeln. Früher gab es im Gourmet vorne immer das Vorwort von Herrn Kuhnke. Der schrieb dann irgendwann mal, ich kann mich noch genau erinnern, ging es um Zitronengras und warum jetzt keiner mit asiatischen Aromen kochte. Dann hat das ganze Bundesland asiatische Aromen zusammengerührt. Im nächsten stand dann drin, also wie, das wäre ja so eine Unart, ja, die meisten wüssten gar nicht damit umzugehen und das wäre alles zu viel. Und dann stand noch drin, es sollte doch eine Wasserkarte geben, so wie es eine Weinkarte gibt. Dann hatten 50% aller Restaurants auf einmal Wasserkarten. Man darf sich nicht so leiten lassen. Man sollte schon seiner Philosophie treu bleiben und das auch nach außen stellen. Und dann wird der Kunde das auch
wertschätzen und dann auch Kunde sein. Also man kann sich aber nicht wegdenken. Ich denke eher, dass man sich an die Veränderungen der Verhalten, der Essverhalten der Menschen orientieren sollte. Und daran habe ich mich orientiert, dass es leichter wird, dass es casualer wird, dass es also man sollte ja eine Gastronomie führen, wenn man davon wirtschaftlich auch leben möchte, wo der Gast nicht nur zum besonderen Anlass kommt, sondern wo man auch jeden Tag hingehen kann, ohne dass man vorher zum Friseur muss, ohne dass man sich noch mal seinen Anzug reinigen lassen sollte und so weiter. Wie Sie das machen, das wollen wir uns jetzt mal in Ihrer Küche angucken, gerne. Denn dann kriegt man einen Eindruck, wie hier gearbeitet wird. Gerne. So, Herr Stromberg, jetzt in so einer Küche geht es ja teilweise autoritär zu, nicht? Also hier kann man ja nicht sozusagen die Demokratie walten lassen, dass jeder irgendwie sein Ding macht, sondern es muss schon nach einem gewissen Konzept gearbeitet werden. Wie streng sind Sie in Ihrer Küche? Ich bin nicht streng. Also ich konnte das auch noch nie. Ich sage deutlich, was ich haben möchte, aber ich bin jetzt nicht so ein Schreihals. Das war für mich auch immer etwas. Mein Vater war so ein ganz cholerischer Mensch. Wenn da die Croutons am falschen Platz waren, dann kam der Salatteller durch die ganze Küche geflogen und dann wurde so laut gebrüllt, dass mich als Kind aus dem Bett geschmissen hat. Das bin ich nicht. Bin das nicht von der Art. Aber wenn ich natürlich dreimal etwas sagen muss, dann beim vierten Mal trennen sich die Wege, weil dann will man ja nicht verstehen. Grundsätzlich ist es aber heute auch anders. Es muss ein Kollektiv sein und es muss natürlich einen Leader geben. Jetzt gibt es einen Küchenchef und einen Sous-Chef, das sind die Leader. Und wenn ich dann nochmal komme, dann bin ich aber auch derjenige, der sozusagen mich erstmal als tatkräftige Hilfe engagiere und natürlich auch überwache und verbessere. Aber ich würde das nie im lauten Ton sagen oder nie die Kompetenz und die ja, auch die Stellung meines Küchenchefs in irgendeiner Form untergraben, sondern der hat das Kommando und wenn er nicht da ist, ist der Sous-Chef da und dann hat der das Kommando und wenn ich mal das Kommando an mich reiße, dann ist es aber auch notwendig. Ja, also sind ja junge Menschen, die hier arbeiten bei Ihnen, wo ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere dann auch mal selber eine Idee hat. Wie bringt er die denn durch, dass er die vielleicht mit in ihre Speisekarte einführen kann, diese Idee? Das ist genau der Punkt. Also das habe ich immer zugelassen und das erwarte ich auch. Also ich sitze sogar, wenn ich mit dem Küchenteam zusammensitze und das versuche ich auch jedem Küchenchef zu vermitteln und seinen Teamleadern sagen, zieht das aus den Jungen raus. Das ist natürlich schwierig und ich sage den Jungen immer, wenn ich dich tausendmal frage, hast du eine Idee? Dann sag sie tausendmal. Wenn sie tausendmal nichts ist, beim tausendeinsten Mal werden wir irgendwas, zumindest aus dem, was in deiner Idee ist, etwas entwickeln. Und ich hatte mal einen Auszubildenden, der rief dann irgendwann Essigknödel. Dann habe ich gesagt, was sind Essigknödel? Hat er mir das erklärt. Dann habe ich gesagt, nee, das können wir nicht brauchen, aber Essigknödel hört sich super an. Und dann habe ich ein Gericht daraus entwickelt und habe sozusagen so eine Grießpraline mit einem uralten Aceto Balsamico gefüllt und die dann ausgebacken. Und wenn man den anschneidet, läuft dieser flüssige, zähflüssige Aceto Balsamico raus. Und so entstehen eben Dinge, Kreationen, Weiterentwicklungen. Und daher ist es wichtig, dass sie die kundtun. Stellen Sie fest, dass das, also zum Beispiel Fleisch, dass das jetzt etwas ist, was immer weniger gegessen wird, dass die Leute also mehr so Richtung vegane Geschichten laufen? Also wir haben jeden Tag auch ein vegetarisches und zum Teil auch veganes Tagesgericht und es wird sehr gut angenommen. Das wird ist auf jeden Fall so. Ich bin auch der Meinung, dass das richtig ist. Ich habe einen sehr, sehr hohen Respekt gegenüber tierischen Lebensmitteln, weil ich weiß, wie sie erzeugt werden. Oder weil ich auch weiß, wie sie geschlachtet, getötet werden, weil ich selber gemacht habe und immer mal von Zeit zu Zeit auch tue. Und das ist wichtig, dass wir einfach mit diesen Ressourcen nicht so leichtfertig umgehen. Zudem ist es ja für uns auch viel gesünder. Wenn wir uns auf den Sonntagsbraten zurückentwickeln würden, wäre das vielleicht nicht ganz zeitgemäß. Aber wenn zweimal in der Woche Sonntag ist, ist auch gut. Und daher bin ich eher ein Befürworter. Sie haben ja sogar hier in München eine Currywurstbude, um es mal ein bisschen locker auszudrücken. Aber ist es eigentlich, ja? Das ist so ein Straßenverkauf.
Currywurst. Funktioniert gut? Das funktioniert sehr gut. Also die Currywurstbude ist sehr gut, auch von Anfang an eingeschlagen. Curry 73, unweit von hier in der Ballernstraße oder an der Ballernstraße. Da verirren sich auch oft Menschen, die hier unser Restaurant suchen und sagen, ah, da steht Stromberg dran, das muss es wohl sein. Nein, es ist wirklich ein ganz kleines Pförtnerhäuschen. Und die Idee war auch, dort provokant zu sein. Ich wollte nie sagen, ich bin jetzt der Koch der Nationalmannschaft und stehe explizit für gesunde Küche, weil gesund verbindet der Otto-Normalverbraucher immer mit, das schmeckt nicht. Und das stimmt ja nicht. Das kommt immer auf die energetische Wertigkeit der Zutaten an. Und für mich war es wichtig, eben eine Imbissbude zu machen, wo wir alles besser machen, was man besser machen kann. Aber bei uns gibt es kein Blattgold und kein Shishi, sondern es gibt die Currywurst immer noch in der Pappe und mit einer Holzgabel. Und wichtig ist nur, dass eben die Schweine, das kommt von der Schwäbisch-Hellischen Erzeugergemeinschaft, die haben mehr Auslauf, die haben mehr Platz, die werden anders gefüttert, den Bauern wird ein Festpreis zugesichert und so weiter. Und das sind Dinge, die ich verbessere. Und natürlich, wenn man jetzt jeden Tag Currywurst essen würde, auch eine gute, wäre es nicht gesund, aber wenn man jeden Tag nur Karotten isst, ist es auch nicht gesund. Mit Chemikalien lässt sich ja mittlerweile sehr viel machen, also was Geschmack anbelangt. Das ist ja quasi, dagegen müssen Sie ja ankochen, denn geschmacklich lässt sich ja alles auch künstlich herstellen. Ja, leider. Was glauben Sie, wie lange Ihre Zunft da überhaupt noch gegen an kann? Ich glaube, dass mittlerweile wieder ein Wandel da ist. Wir haben es geschafft, durch diese ganzen Veröffentlichungen, durch diesen Druck, geschafft, dass sogar Großindustrien jetzt ihre, zum Teil ihre Geschmacksverstärker ausnehmen, wie Glutamat zum Beispiel. Aber natürlich sind noch zu viel Hefeextrakte drin, zu viele Zucker drin. Das muss alles raus, weil wir es auch nicht brauchen. Das ist ein totaler Humbug, ja. Und gute Lebensmittel brauchen sowas nicht. Und da trennt sich dann natürlich die Spreu vom Weizen. Wenn ich auch sehe, wenn ich heute so eine Tütensuppe nehme, ja, und da drauf gucke, was da drin ist, also ich koche genauso schnell eine Lauchsuppe, wie ich brauche, um die Tüte aufzureißen. Das hat natürlich was mit Know-how zu tun. Daher wieder, das Fach Ernährungslehre muss kommen, damit der Verbraucher noch informierter ist, noch mehr Druck ausübt. Und das tut er mittlerweile. Deswegen wird natürlich vielen auch vorgegaukelt, jetzt auf den Industrieverpackungen, ohne dies, ohne das. Aber immer noch ist zu viel natürlich anderer Stoffe drin, die es nicht braucht. Sie machen auch Kochschulen, ja? Kochschulen, wo die Leute dann zu Ihnen kommen können. Und wir können mal ein Stück weiter noch hier runtergehen. Nach welchen Kriterien wird da gekocht in Ihren Kochschulen, in Ihren Kochstunden? Geben Sie da ein bestimmtes Menü vor oder kann man sagen, ich hätte gerne heute mal asiatisch von Ihnen gelernt, können Sie mir das beibringen? Es gibt ein vorgegebenes Vier-Gang-Menü zum Teil. Das ist der eine Bereich, aber es gibt auch so Themenkochkurse wie Fisch, Krustentiere und da wird einfach ein Warenkorb auf den Tisch gestellt und daraus wird dann wirklich aus dem Bauch heraus etwas gekocht mit den Teilnehmern. Bei diesem Viergangmenü ist es einfach wichtig, dass es saisonal ist und ganz wichtig, dass die Menschen natürlich mit ihren Fragen kommen. Man kann aber natürlich bei 20 Teilnehmern oder 16 bis 20 Teilnehmern nicht jeden abfragen, aber im Kurs soll natürlich was hängen bleiben. Da soll Fragen gestellt werden und da wird auch darauf eingegangen. Und wenn wir die Ware, die Möglichkeiten, die Lebensmittel vorhanden haben, dann ändere ich auch so ein Menü dann auch ab, wenn es sein soll. Und man soll wirklich was mitnehmen. Und was ich den Menschen dort vermitteln will, ist aber nicht nur so, jetzt habe ich vier Gerichte gelernt und die koche ich jetzt eins zu eins nach, sondern was ich Ihnen vermitteln will, ist die Leichtigkeit in der Küche zu behalten. Deswegen, das war immer mein Weg. Ich bin auch nicht der Schreihals hier in der Küche, sondern die Leichtigkeit auch in der privaten Küche zu sagen, ah, jetzt habe ich zwar ein Rezept, da steht Salbei, jetzt habe ich kein Salbei, naja, dann nehme ich halt was anderes. Diese Spaß machen, ne? Spaß ist ein wichtiger Faktor. Ja, Spaß, Freude, auch mal was auszuprobieren, einfach mal ein bisschen mutiger zu sein und zu sagen, jetzt probiere ich mal ein paar Gewürze aus, auch wenn ich sie noch nicht so in der Form verwendet habe. Einfach mal ein bisschen mehr Freude und es ist ja nichts so schlimm, also außer man hat es versalzen, aber dass man es nicht essen könnte, sondern auch da dann drüber lachen, wenn mal was schiefgegangen ist, so wie früher Alfred Biolek, ja, bei dem ging auch das ein oder andere mal schief und dann hat er drüber gelacht und dann war es gut.
Wo gehen Sie denn einkaufen? Also wenn man, ich sage mal, in Paris ein Restaurant hat, dann hat man diese unzähligen Märkte, die es da gibt. Und wir haben zwar auch den einen oder anderen Markt hier, aber das lässt sich ja nicht mit dem vergleichen, was die Franzosen da an Angebot haben. Wie machen Sie das, um eben auch diese Frische irgendwie zu halten? Also wir haben natürlich in den letzten 20, 25 Jahren unglaublich aufgeholt. Wir haben, damals gab es eben einen Koch, der dann Rangier Express gegründet hat. Ja. Heute gibt es ja ganz viele Märkte, die sich auch spezialisiert haben. Wir haben die Deutsche See, die einen nachhaltigen Fang garantiert, ja, die uns beliefert. Wir haben Frische Paradies, eine Oetker-Gruppe, ja, die uns beliefert. Wir haben Rangier Express. Wir haben viele, viele Möglichkeiten bis hin zu Bauern, bei denen wir Kartoffeln beziehen oder auch Getreide beziehen können und auch bis hin zur Hofbräumühle hier in München, von denen wir Mehl beziehen können. Also da gibt es heute vor allen Dingen auch in München überhaupt kein Problem. München ist wirklich, als ich nach München kam, ein Eldorado an tollen Lebensmitteln. Der Großmarkt ist der Hauptumschlagplatz des Gemüses und Früchten aus Südeuropa. Also schöner kann man es nicht haben. Sie haben vorhin mal die Systemküchen angesprochen. Ich meine, es lässt sich ja nicht leugnen, dass die vom Ablauf her diese ganze Küchendynamik schon verändert haben, weil es da ja nach bestimmten Abläufen immer gleich läuft. Inwieweit ist eine Küche, so wie Sie sie haben, die Sie ja doch immer wieder individuell gestalten, von diesen Systemküchen dann doch beeinflusst? Wir sind natürlich beeinflusst, weil uns natürlich dieselben Personalsorgen treffen und wir müssen also es versuchen, aus Küchenhilfen Menschen mit vielleicht nicht den Bildungskriterien, die wir hier zur Verfügung haben in Deutschland, mit Menschen, die sehr gebrochen unsere Sprache sprechen, müssen versuchen, dass wir diesen Menschen einen Arbeitsplatz geben, der sie nicht überfordert und diese à la carte Küche überfordert. Das sind zu viele Dinge, zu viel Verantwortung, das wollen die meisten Menschen nicht. Und wenn man das klar erkannt hat, dann adaptiert man natürlich Dinge aus der Systemgastronomie, wo man sagt, da habe ich nicht so eine Riesenverantwortung. Ich habe ein klares Bild, so wie am Band von BMW, da kriege ich vermutlich oder auf dem Bildschirm steht, was ich machen muss und das mache ich und ich trage aber diese Verantwortung nicht. Und der Aufgabenbereich ist auch relativ konzentriert und das tun wir natürlich auch. Dann gibt es aber die Kochkompetenz, das sind dann die gelernten Köche, die dann natürlich ihre Kochkompetenz auch ausspielen, Dingen einfach eine Handschrift verleihen und ein kreatives Gesamtbild geben. Wir unterstützen die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht die IT München. Dreimal ganz in ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Stromberg, jetzt besteht Ihr Beruf ja nicht nur aus leckerem Essen kochen und also in der Küche ein Regiment führen, sondern Sie haben ja auch den Gast. Und wenn man so manchmal in Restaurants sitzt und den einen oder anderen Gast beobachtet, wie er auch mit Personal umgeht und dann auch lässt er mal den Koch kommen und es dann also so Beschwerden gibt, wo man sich fragt, wie gerechtfertigt sind die eigentlich? Da stelle ich mir das doch manchmal sehr schwierig vor, also dann in Ihrer Position mit solchen Menschen umzugehen. Wann ist Ihre Toleranzgrenze überschritten? Ja, das ist natürlich immer, es hängt von der Berechtigung ab. Also wenn jemand nur ein Ventil sucht, um seinem persönlichen Missstand irgendwie Dampf abzulassen, dann ist man in der Gastronomie eigentlich am falschen Ort. Und wenn ich merke, dass es eben nicht konstruktive Kritik ist, die auch belegbar ist, geht alles durch Menschenhände, Fehler können passieren, aber es hat natürlich eine Toleranzgrenze und wenn die überschritten ist, dann wird er natürlich auch des Tores verwiesen. Also das kann schon vorkommen, ja? Auf jeden Fall. Das habe ich schon gemacht, da war ich sehr jung, eben 23 Jahre hatte mein Stern und man hatte mir Warenunterschiebungen untergeschoben sozusagen, also eine Kundin beschwerte, echauffierte sich in dem Sterne-Restaurant. Das sei keine Seezunge, das sei irgendwas, Scampi oder sonst was, aber sie hätte Seezunge bestellt.
Und die kam morgens frisch aus Hamburg und ich habe die filetiert und die war wirklich so fest, weil es waren Kilotiere und einfach je besser der Fisch geschwommen ist, je mehr und je kühler das Gewässer, desto fester das Fleisch. Und die kannte vermutlich nur Seezunge, eingefroren, aufgetaut, Zitrone drauf, meliert, dann ist das natürlich butterzart, ja, aber das ist keine wirklich gute Seezunge. Dann habe ich immer wieder aus der Küche heraus, weil ich hatte ein sehr kleines Küchenteam, ich immer wieder dem Service gesagt, das sei Seezunge und versicherte das. Und dann ging es wieder weiter und dann bin ich mit der Seezungenkarkasse auf dem Tablett raus, ja, und habe der die unter die Nase geschoben und habe gesagt, so, ich lade Sie zu dieser Seezunge ein, aber jetzt verlassen Sie bitte mein Lokal, weil wenn Sie nicht wissen, ne, und wenn Sie bisher nur Komisches als Seezunge verkauft bekommen haben und gegessen haben, ja, dann gilt es aber eher demütig zu sagen, vielen Dank, anstatt sich hier zu beschweren. Und das hat dem Erfolg keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Das hat sich spätestens dann bewiesen, als Sie mit der Fußball-Nationalmannschaft in Brasilien waren und die bekocht haben und dann Weltmeister wurden. Ich meine, da hat man natürlich auch eine Verantwortung, wenn man darüber geht, denn es kann ja sein, dass irgendwas, was sie dann da verarbeiten, vielleicht na, nicht so hundertprozentig ist. Dann kriegen die alle, ich sage jetzt mal, Durchfall und dann ist es natürlich ganz schwierig. Wie haben Sie sich da drauf vorbereitet, dass also so ein GAU da nicht passiert? Denn Sie sind ja nun auch nicht jeden Tag in Brasilien. Nein, ich habe einmal das Land für und vor allen Dingen auch die Region für anderthalb Tage bereist, habe mir einen Eindruck verschafft und dann kommen natürlich die Erfahrungen, die ich aus dem Catering-Bereich, aus dem Party-Service-Bereich, aus dem von Sterneküche bis Imbissbudenbetreiber, diese Erfahrung spielt mir dann natürlich in die Hand und dann habe ich meine Mechanismen gesetzt. Also wir haben Fisch direkt vom Fischerboot gekauft, weil das, was auf den Märkten war, das wollen wir Westeuropäer nicht unbedingt in unseren Töpfen haben. Ich habe eine Art Personal-Mitarbeiterstand zusammengestellt mit dem Hotel, hatte auch von meinem Team an das Hotel zwei Mitarbeiter vermittelt und die haben natürlich dann mitgesichert, dass das uns nicht vorkommt. Was aber viel schwieriger ist, sind dann die Transfers, sprich in die Spielorte. Und in den Spielorten können Sie gar keinen Einfluss nehmen, nicht mal der DFB, sondern es wird Ihnen zugelost, welches Hotel Sie bekommen und das weiß man im Vorfeld nicht. Und das war schon ein heißer Ritt, also das war wirklich sehr viel Verantwortung, das ist ein wahnsinniger Druck, weil Sie immer genau das im Hinterkopf haben, ja, also Magen-Darm-Erkrankungen bis hin zu natürlich Doping, indem dass Sie vielleicht eine Speise oder ein Lebensmittel bekommen, was irgendeine Stoffe enthält, was man eben so nicht, dass dann wieder im Körper Rückstände gefunden werden könnten. Ne, das kann ja alles möglich sein. Ich weiß nicht, wie stark man das zuordnen kann, bis hin zu natürlich auch jemand, der das mutwillig macht, also mit Absicht macht. Ja. Und daher ist es natürlich auch unserem Trainer wichtig, dass in heißen Spielperioden dann natürlich auch kein anderer Zutritt in die Küche hat. Das ist aber natürlich manchmal gar nicht zu gewährleisten. Kam Jogi Löw selber mal in die Küche, um zu sehen, wie Sie da jeweils in den verschiedenen Hotels in Brasilien für die deutsche Nationalmannschaft arbeiten? Nee, das hat er nicht. Es ist auch besser, dass er es nicht tut. Aber er hat mich zwei, dreimal auf die Seite gezogen und hat gesagt, achte drauf, ist alles safe, pass auf. Und ich habe ihm natürlich meine auch hundertprozentige Verantwortung übernommen und habe gesagt, mach dir keine Sorgen, ich habe das alles im Griff. Von dem, was in meinem Kopf bei diesem Ausspruch war, muss er nichts wissen, weil er hat wichtige Dinge zu tun und das führt ja dann auch dazu, dass man Weltmeister wird. Ich wollte ja auch niemand verunsichern. Wie wird man denn da eigentlich der Koch von der deutschen Nationalmannschaft? Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Ihrer Kollegen gibt, die das auch gerne machen würden. Ja, mittlerweile würden es ganz viele sehr gerne machen. Damals war der DFB tatsächlich auf der Suche und zwar gar nicht so einfach wohl, weil man verlässt halt sein Restaurant für im Durchschnitt 100 Tage im Jahr. Auch das war für mich ein Kriterium. Ich wurde aber tatsächlich von Oliver Bierhoff in meinem ehemaligen Restaurant G Munich besucht mit seiner Frau und dann ist ein Tischgespräch entstanden
Das dauerte circa 20 Minuten. Da ging es um Motivation, Teamführung, Qualität, natürlich das ganze Thema Ernährung, Energie. Und ich denke, es hat den beiden sehr, sehr gut gefallen. Und als ich vom Tisch ging, meine ich gehört zu haben, dass Clara Bioff sagte, Mensch, das wäre doch einer für euch. Damit konnte ich in dem Moment noch nichts anfangen, aber 3,5 Wochen später rief mich Oliver Bioff an. Ich war gerade beim Menükartenschreiben und dann haben wir tatsächlich auch 3,5 Stunden direkt telefoniert, weil natürlich steht man dann auf, denkt, wow, jetzt, das ist die Berufung, das will man machen, da kann man was für sein Land tun und so weiter. Und auf der anderen Seite war es dann natürlich auch gleich so, dass ich gesagt habe, Mensch, wie viele Tage sind das denn? Gibt es bei den Fußballspielern da bestimmte Wünsche, beziehungsweise gibt es einen, vielleicht können Sie uns sogar auch sagen, bei wem, der gewisse Sachen von Ihnen erwartet hat und sich gewünscht hat, kulinarische Wünsche? Na, es gab natürlich auch da damals, als ich vor 8 Jahren dazukam, gab es noch die eine Generation davor. Jetzt gehen wir ja bald zum nächsten Generationswechsel. Die waren natürlich noch anders. Also da gab es auch keine flache Hierarchie, so wie heute. Da gab es eine ganz klare Hierarchie in der Mannschaft. Und die wurde auch ausgespielt, auch gegenüber dem Koch. Und da hat der ein oder andere mir schon mal meinen Platz in der Hierarchie zugewiesen. Aber das habe ich auch, das war für mich völlig in Ordnung. Aber wo ich nie darüber diskutiert habe, war natürlich über meinen, also wenn jemand in mein Fachgebiet eintritt, dann sollte er schon mit sehr viel Know-how bewandert sein. Ansonsten kriegt er das zurück, weil da, wo ich herkomme, da sagt man es immer ehrlich und direkt. Und so ist es dann natürlich auch zurückgegangen. Ja, was wollten die? Die haben gesagt, mach mal eine Currywurst. Genau, ich hatte einen Nationalspieler, der damals in England gespielt hat. Der sagte dann hier, Kalbsteak, das muss rare sein. Er isst Fleisch nur noch rare, also englisch gebraten, blutig. Ja? Und dann habe ich gesagt, das ist Kalbsrücken, das wird nicht hinhauen. Ja? Nee, das isst man so und er will das jetzt. Habe ich gesagt, kein Problem, bin in die Küche geflitzt, habe 2 Steaks gemacht, habe sie ihm schön serviert, englisch. Konnte man nicht essen. Ja? Und dann kam er wieder ans Buffet irgendwann gelaufen. Dann habe ich gesagt, und, hat es geschmeckt? Ja, und dann kam No Comment. Nebendran stand Thorsten Frings, so weiß ich noch genau, der auch zur alten Garde gehörte, aber mir auch mit dem Spruch sehr geholfen hat. Der hat gesagt, pass mal auf, du bist hier der Küchenchef, du sagst, wie es gegessen wird, wann es gegessen wird und fertig. Und lass dir da nicht reinquatschen, schon gar nicht von dem hier. Ja? Und da wusste ich, okay, genau das muss der Weg sein und so ist es dann auch heute. Natürlich dürfen Wünsche geäußert werden. Ich habe Spieler, die können, die brauchen einfach jede Woche ihre Spaghetti Bolognese oder sowas. Ja? Das ist einfach, ja. Jetzt brauche ich von ihm mal einen Tipp. Also wenn man so über Land fährt und plötzlich Hunger kriegt und dann so an Gaststätten vorbeifährt, wo also ganze Bücher als Speisekarte einem vorgelegt werden, ist das besonders gut oder wie suchen Sie sich, wenn Sie völlig fremd sind in Deutschland, sagen wir mal auch ruhig in Bayern auch, und plötzlich Hunger kriegen, wie suchen Sie sich Ihre Gaststätte aus, in der Sie dann mal Mittag essen? Das ist so ein Gesamteindruck, ja. Also das ist schon mal erstmal die, wie sieht es vor dem Eingang aus? Wie sieht die Speisekarte, wie ist der Speisekartenkasten, ist das Blumengesteck davor und der Zugang, ist es gefegt, ist es sauber und so weiter. Das ist natürlich das eine. Das andere, ich lese die Speisekarte und ich kann das natürlich ein Stück weit analysieren. Wenn ich so eine große Speisekarte sehe, wie Sie sie gerade angesprochen haben, dann muss neben mir und hinter mir schon Menschen stehen, die da rein wollen. Es muss also so gut frequentiert sein, dass auch alles in einer gewissen Frische sein kann. Ansonsten mag ich persönlich ganz kleine Speisekarten, am liebsten nur eine Tagesempfehlung. Ich möchte mir die Entscheidung abnehmen lassen, aber ich kenne es natürlich auch noch aus meinen elterlichen Betrieben. Wir hatten auch mal noch eine Position und noch eine Position. Mein Vater machte die Speisekarte immer größer, weil der Kunde das so wollte. Aber die Generation hat sich verändert. Die Generation will heute komprimiert, klein und auch eine Tagesempfehlung haben. Gibt es Speisen, wo Sie sagen, die würden Sie nie in Restaurants essen, die Sie nicht kennen? Ja, Risotto und Innereien. Hackfleisch? Hackfleisch wird ja gegart, also ich würde es jetzt nicht rosa essen, aber ansonsten würde ich das schon essen. Gibt es eine Nationalität, deren Speisen Sie besonders präferieren?
Ich mag gerne thailändisch, weil die thailändische Küche alle Geschmacksrichtungen befriedigt. Ja, süß, sauer, bitter, salzig, scharf und fettig. Und deswegen ist man immer schon meist bei einem Gericht komplett erfüllt. Aber ich mag die Küchen aller Welten und ich mag auch die heimische Küche. Es muss einfach nur gut sein. Und Sie mögen Ihren Beruf, das merkt man, Holger Stomberg, an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns einmal durch Ihr Restaurant, durch Ihre Küche und ein bisschen auch durch Ihr Leben geführt haben. Dankeschön. Danke sehr. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in ihrer Nähe.